Bettchen. Taschen Plötze. Kann die hat sich in ihren Bann gezwungen, ja. Also vorher ja schon, allerdings durch die Serie und durch den ersten Band der Vorgeschichte, die ich ja schon gelesen hatte. Aber jetzt, ja. Ich bin verliebt. Ich bin einfach nur verliebt in diese Reihe. Ich hätte auch gerne einen vierten Teil, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt passieren wird. Komm schon. Schön wäre es. Italian Love, ja. Langsam. Schreib mal ab. Ich bin 25 Mal gespannt. Ich sauer auf dich. Ich spiele auch auf die Zauberin. Was hab ich ihnen getan? Also wir checken. Und wir lieben. Einen vierten Teil, denke ich, wird es leider nicht geben. Ja, denke ich auch. Es wäre schön, es wäre wünschenswert, wenn es einen vierten Teil gäbe, aber ich glaube da leider auch nicht dran. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Von Biomutant habe ich, glaube ich, auch schon gehört. Ich glaube, da hatte ich den Trailer zu gesehen. Ich glaube, das war auch eines, was ich schon wieder mit auf meine Ich muss es spielen Liste gesetzt habe. Jetzt nicht. Vielleicht in 25 Jahren kommt der vierte Teil. Ja. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Na, wenn er überhaupt kommt, wäre es ja geil. Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Georg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Was ist denn das für ein Wal? Er soll erscheinen, wenn Geister aus dem Himmel in die Wellen fahren, wenn die Schlange den Zorn des Ozeans weckt und ein Eismonster eine Insel verschlingt. Ich werde der erste Barde sein, der eine Ballade über ihn komponiert. Die Legenden erwähnen aber keinen Fluch der schwarzen Sonne, oder? Schwarze Sonne? Was meinst du denn damit? Schon gut. Halten wir gemeinsam nach Georg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Quasi zwei auf einen Streich. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Oh. Hey, Wind. Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe einen Abenteuerroman und sammle Material dafür. Ich weiß nicht, ob das gut war. Du willst also die Ankunft der Weißen Flotte aufschreiben? Famose Idee. Wenn du vielleicht meine Übersetzung des Liedes von Gealpan und Dilian verwenden könntest. Gerald, der Autor. Ja, also, ich musste mich jetzt spontan entscheiden. Du musst das klang jetzt am ehesten. Nach Osten segeln. Aber naja, Gerald war ja auch schon Schauspieler, ne? Nur vom Meer aus ran. Deswegen. Bis dann. Ich habe ihn ja schon als Schauspieler erlebt. Viel Glück mit dem Weißen Wal. Der zeigt sich heute. Ich weiß es. Ja, hättest du dich nicht umgedreht, wäre es vielleicht so gewesen, sofern es kein Vater Morgana gewesen war. Egal, was du genommen hättest, das hätte keine Rolle gespielt. Ich hab's befürchtet. Aber schön wäre es doch gewesen. So, ich hätte jetzt gelacht, wenn ich da runtergeknallt wäre. Wäre so typisch für mich. Sprich mit Yennefer. Echt? Muss ich echt mit ihr reden? Kann ich hier nicht einfach in Zeichensprache mitteilen, was ich entdeckt habe? Hui. Hüchen. Frisches lebt doch noch. Jen oder Triss, wen magst du mehr? Oder wen hast du mehr?
Ich habe mich in dieser Story für Triss entschieden. Und ich mag Triss auch lieber als Yennefer. Tatsächlich. Yennefer kann ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich kann Yennefer irgendwie nicht ab. Ich weiß nicht. Nee, es sträubt sich alles gegen Yennefer. Ich mag die Frau nicht. Das ist so eine dieser Frauen, wenn ich ihnen echt begegnen würde, ich würde sie hassen. Nicht die arrogante, eingebildete Art, ja. Zumindest dieses Arrogante. Dieses, ich bin viel besser als du. Ich bin eine Zauberin. Bäh. Nee. Also wie gesagt, ich lasse da jedem seine Wahl, seinen Geschmack, aber wenn ich wählen müsste, ich würde immer Triss nehmen. Ich würde immer mich für Triss entscheiden. Außerdem mag ich rote Haare lieber. Also ich gehe eigentlich nie nach dem Aussehen, aber bei ihr passt es halt. Die Art und Weise passt. Das Aussehen passt. Der Charakter. Du musst nicht mitkommen. Hallo, Wohin Janice. des Weges? Siri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Siri, die Beste von einem Jahr. Zusammen auf den Also von dem Mädel, waren, hat Avalach ein ne? Labor Von dem Mädels erwähnt. her, Siri auf jeden Fall, ja. Einmal wollte er hinteleportieren, um etwas zu Auch in den holen. Büchern. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Du hältst die Klappe. Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Na, gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerup. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Art Skellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Ja, Und zum genau, das kann ich Betreten der auf Höhle Flüssentod braucht nicht man leiden. echte Magie. Geht und findet dieses Oh. Labor. Ich erkunde Art Skellig. Nicht mögen Du kannst ist später zu so mir viel stoßen. gesagt bei mir. Dein Ich Augenlicht misstraue wurde ihm gerade erst einfach. wiederhergestellt Und und scheinbar magisch saniert. ist es auch berechtigt. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Zauberinnen. Ich kann Zauberinnen eigentlich wirklich außer Triss. Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein können. Komm, Siri. Das ist, glaube ich, so die einzige, die irgendwie auf dem Boden geblieben ist. Wir warten dort auf dich. Warum gehen alle durch die Portale und ich muss den langen Weg nehmen? Ihr wollt mich doch verkackeiern. Nehmt mich doch einfach mal mit, wenn ihr irgendwo hingeht. Ich hasse teleportieren, aber ich. Leute, nehmt mich doch einfach mal mit. Ist doch nicht. Windblade, ja, steckt denk Windblade sonst wohin. Ist ja, wenn ich die Schnellreise nicht hätte, ne? Gegen die Portale. Ja, aber Mann. Bootsfahren hat sich. Ne? Wir haben ja Gott sei Dank Schnellreise. Geht ja. Gut, ich kann es dann auch mit dem Erkunden von ein paar Orten verknüpfen, sofern wir danach nicht wegteleportiert werden. Ja. Deswegen ist es ein Boot, was noch heile ist. Ich habe gefühlt fast alle Boote hier auf dieser Welt zerstört. Weh, ihr greift mich an. Hat euch mal einer gesagt, dass ihr hässlich seid? Ich weiß noch, wie du ihn mir beigebracht hast. Bereite Öle vor. Dachte, was für eine eingebildete kalte Giftnudel du bist. Okay. Ich glaube, das waren Konstrukte, ne? Und? Irgendwelche belastenden Briefe? Keller voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet.
Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Wir benutzen deinen Kopf als Rampenbock. Ich kümmere. Ja, das denke ich mir auch immer, wenn ich morgens ins Spiegel gucke. Das war zu spät ausgewichen. Oder dann die Aufbauen. Schade. So. Mädels, bewegt eure Hintern. Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Und die Mädels zicken sich aber an. Ja, wie immer. Ich weiß schon, warum der Kreis meiner Freundinnen sehr gering ist. Kommt mit den meisten Frauen nicht klar. Was willst du denn jetzt schon wieder? Was haben wir denn hier? Da haben wir was. Wusste gar nicht, dass er wild auf Süßes ist. Er ist halt ein süßer Elf. So, warte. Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Er hat auf jeden Fall sehr viele Bücher. Yen! Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Nette von mir, ja. Sehen wir uns seine Notizen an. Da liegt ein Stück Käse. Götter. Eine schrecklich nette Familie. Damit verbracht. Das trifft es auf den Punkt, erste, ja. Der war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falker? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Also gleich finden wir wirklich so Gläser, wo so kleine Embryos drin rumschwimmen. Warte, mir fällt gerade was ein. Was ganz Wichtiges. Wo ist es das? Nein, das. Ja. Abo bestellen.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und wieder ein Spielrennen. Das wäre eine sehr interessante Option, ja. Und es ekelt sich schon wieder. Ey, was mit dem? Elfen haben ein Händchen für Düfte. Lass mich an den Spiegel. Nein, Geralt. Jetzt. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Im kleinen Spiegel. Wie seid ihr hier hineingekommen? Wir wollen dir nichts tun. Doch noch, warte, mir ist ganz egal, warum ihr hier seid. Verschwindet. In der Tat. Du. Ich erinnere mich an dich. Von Tirnalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspielen? Nein, nein. Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe nett hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Alter! Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen. Ja. Wie erniedrigend. Zumindest einmal so Schale links, Schale rechts. Oder vielleicht... Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Boah, Alter. Hat ihre Tage? Dass ich meine Wärmflasche auf den Unterleib packen. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Ciri, du hast ja doch wohl nicht geglaubt. Sie ist persönlich ich bin froh, halt gestresst. Alter, komm, ich bin das auch mal gestresst, aber trotzdem habe ich nicht solche Launen. Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Ich helfe dir keine Ahnung. Den Kopf aufzuspießen. Ja. In dem Punkt würde ich sogar mal zustimmen. Ich mag... Ey, Elfen mag ich eigentlich echt gerne, aber die Frau, die hat sie nicht mehr alle. Dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Wegen Krieg. Ich lasse mal machen. Eine gute Wahl. Ja, komm, das hilft mehr als alles andere. Der war ja niedlich. So. Wie so eine Katze. Haha!
Gott, ich weiß, wie gut das tut. Wobei ich noch nie so ausgerastet bin. Ich habe noch nie was kaputt gemacht. Da sind sie auch so, ja. Das habe ich auch noch nie gemacht. Nein, Frisches, du doch nicht. Niemals. Wie kommen wir denn da drauf? So, schon besser. Und jetzt weg hier. So. Sind wir fertig, nicht? Ach, nett. Von Leucht, das ist cool. Ich trau den Dinger nicht. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Oh. Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Jo. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Ja. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Jo. Ich war dort. Ja, das ist ich Stellung. Habe seine Leiche gesehen. Ja, das war der, den wir da bei diesem Badehaus gesehen hatten. Du sein Grab mit mir? Der mit dir weggeritten ist. Ich will mich verabschieden. Genau, der war das. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Ja. Kann ich. Genau die. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Die bis wollten dann. Sich ja nur küssen, weil ich es dazu hab kommen lassen. Und so schlimm war da nicht. Sagen. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Also kannst du halt fast gar nichts merken. Das ist halt so ein kleiner Bruchteil davon. Leiden. Schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Also ich muss weiter. Ich muss instant meine Fabrik weiterbauen. Versuche später noch reinzuschauen. Weiter viel Erfolg. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst, Anaki. Und dir auf jeden Fall noch viel Spaß. Und vielleicht bis später. Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ova. Inge. Tochter von Trotnir. Verdammt, er ist nicht hier. Skjall hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Verwest. Ach, diese Bastarde. Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Lecker. Dann ist er aber schnell verfließt. Naja, wer weiß, wie lange wir eigentlich schon unterwegs sind. Ja, gut sieht er nicht mehr aus. Der hat doch bestimmt schon sonstige Krankheiten irgendwo. Bestimmt im Grab ist immer drin rum. Ich habe so das Gefühl, dass sie einfach so gar nicht schlafen. Nie. Und immerhin haben sie ihn begraben, ja. Wenigstens was etwas. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen.
Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling? Ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg. Ihr schändet unsere Gesetze. Die sind für uns nicht bindend. Klar, und Respekt vor unseren Gebräuchen habt ihr auch nicht. Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Was denn? Zurück zum Boot. Bin eine Biene. Du wirst bestäubt. Ich heiße Marvin. Ich heiße Helga. Wir lösen unsere Probleme selbst. Also. Du hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen und diese Hexe Jennifer auch nicht. Komm ich da irgendwie näher ran? Ja, ich nach da gehe. Okay, dann. Geralt, müssen wir auf Grundsitz laufen. So, da werde ich mich einmal hinporten. So, was haben wir nochmal? Chemie? Ja, irgendwas? Ja, wir dürfen eine Bombe herstellen. Danke. Schneesturm. Ja, ich habe Katzenaugen. Toll, ne? Miau. Ja, Miau trifft ganz gut. Katzenaugen hast du nicht, aber Ohren. Ja, die Ohren habe ich auch. Die liegen da, direkt neben mir. Komm, schleiche dich. Ich will noch einmal tauchen. Ich bin hier ganz unten. Ich kann hier keinen entdecken. Meinen die dich? Ja. Die meinen mich. Aber daran ist sie aber. Nein, nein, nein!
Gehst du bitte einmal. So, einmal Luft schnappen. Weiß nicht, ob ich hier jetzt beim richtigen Schiff bin. Das ist der Hexer. Befehl des Kaisers. Wegtreten. Was? Ja, wie komme ich raus? Ah, okay. Das erklärt's. Das ging doch einfach. Über den Anker. Ja. Jetzt auch bemerkt. Hexer, welch angenehme Überraschung. Nee. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Wo ist sie? In der Nähe. Weißer Wolf, du bist in der Nähe deiner Enthauptung. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Und du hast recht. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Doch genug davon. Ja, aber sie ist ja so in der Nähe. Nichts überstürzen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Findest du? Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Jennifer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Ja, stimmt. Habe ich eben gar nicht so drauf geachtet. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Numeritium-Fesseln abnehmen. China. Die olle Schubrage. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Nein, wir kennen Geht uns. Wohl. Fringilla, es ist lang her. Schubrage. Die anderen Zauberinnen sind in Ginville bei Arts Gellig. Ich habe ein Boot, das wir... Nein, ich kann keine Boote mehr sehen. Nein, du nimmst jetzt kein... Nein. Nimm mich wenigstens mit, nimm mich und mit. Ich hasse mit. Teleportation. Aber ich will, wie du willst. Nimm mich mit. Ja. Es gibt etwas, was ich noch mehr hasse. Und zwar von A nach B nach C selber zu reisen. Das finde ich viel ätzender. Triss. Wo ist Jennifer? Hallo, meine Hübsche. Ich will hier sein und bestimmt mit dir reden wollen. Zweifellos. Ja, ich weiß. Ich wusste auch schon vorher, warum er das nicht gerne macht, aber. Ich meine, ich komme. Es gibt doch was Besseres. Nein, nicht darunter. Als die ganze Zeit selber zu Fuß hier lang zu latschen. Also wir sollen in die Elfenruinen. Okay, wir brauchen ein Boot. Wir brauchen ein Boot. Ein Boot. Ja, Geralt hat das,
ich glaube, im ersten Teil schon immer mal wieder verlauten lassen, dass er Teleportation hasst. Und ich glaube, im Buch erwähnt er das auch. Ich hoffe, dass wir hier rauskommen. Ja, kommen wir. Was sind Fotos in der Schwarzbrennerei? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ihm war das Gefühl, was man bei der Teleportation hat, zuwider. Ich glaube, darum geht's. Nicht, dass ihm schlecht wird. Ja, genau. Ich meine, sowas kann ich dann auch noch verstehen. Nein, ihr lasst mich jetzt mal in Ruhe. Nein! Halt, stopp, ich will das nicht. Ich will nicht. Bevor wir da reingehen, werde ich aber einmal ganz kurz aufs Klo gehen. War vom Stream nämlich leider nicht mehr. Ich wollte nämlich einfach nur schnell runter, weil es geregnet hatte. Deswegen werde ich einmal ganz kurz... Yeah.